Ja, moin moin. Herzlich willkommen zurück. Hier in der Nebelstadt. Was auch immer. In der letzten Folge haben wir vom Wirt den Auftrag bekommen, diesen Brief beim Schmied abzuliefern. Ja, Kresswold. Okay, gut, wunderbar. Das ist der Schmied. Auf geht's. Hey, was starrst du so? Ach nichts, ich habe mich nur umgeschaut. Ich glaube, ich bin der Friedhofsretter hier. Darf ich fragen, wer du bist? Leider bin ich der Schmied. Mein Name ist Kretzwold. Leider? Warum leider? Okay, scheinbar hat jeder in dieser Stadt eine eigene Art zu sprechen. Was irgendwie merkwürdig ist. Tallerz. Ja, erstmal gucken, was er zu handeln hat. Schleifsteine, Eisenbarren. Oh, cool. Ein rostiges Schwert. Es kostet Silber. Okay. Ja, das. Nee. Ich habe gerade Silber mit Bronze vertauscht. Okay, gut, das können wir uns nicht leisten. Gut, hier. Ich habe einen Brief von Horatrick für dich. Ein Brief? Na klar. Da wohne ich eine Minute weit weg und er schafft es nicht mal, hier persönlich vorbeizukommen. Hey, alte Gewohnheiten sind schwer loszuwerden. Stimmt, das stimmt. Danke, tut mir leid, dass ich so unhöflich war. Ist wohl eine neue Angewohnheit. Schon wieder Schleimer. Horadrick bittet mich, sie loszuwerden. Schleimer, okay. Ich habe keine Zeit, um mich um diese nervigen kleinen Mistviecher zu kümmern. Aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Dass ich mir das rostige Schwert nicht gekauft habe. Nimm dieses rostige Schwert und deinen Energietrank. Das Schwert ist zerbrochen, aber du kannst es mit einem Schleifstein an der Schleifmaschine hinter mir reparieren. Behalte den Schleifstein, vielleicht kannst du den später gebrauchen, um deine Schaufel zu reparieren. Wenn du es schaffst, sie zu töten, dann bring mir die Überreste. Von der Schaufel oder was? Da sind dann noch ein paar Materialien für dich drin. Sie sollten an der anderen Seite meines Hauses sein, bei den Pfützen. Du musst dein altes Schwert schärfen und die Schleime, bla bla bla. Verschiedene Handlungen im Spiel verbrauchen Energie. Nee, echt? Fertigen, ernten und kämpfen verbrauchen Energie. Beim Kämpfen geht auch Gesundheit verloren. Drücke Space, um anzugreifen. Okay. Linke Maustaste wäre irgendwie cooler, aber. Du kannst deine Gesundheit und Energie mit Essen und Tränken wiederherstellen. Drücke Tab, um das Inventar zu öffnen. Schlafen. Stellt Gesundheit und Energie auch wieder her. Hä? Schlafen stellt Gesundheit und Energie auch wieder her. Ach so. Ah. Frage nach dem Metallerz. Weißt du, ich arbeite selbst auch gerne mit Metall. Wo kann ich etwas Erz finden? Du findest Erz im Sumpfboden. Im Westen gibt es einen riesigen Sumpf, nachdem du den Fluss überquert hast. Ach so. Okay. Ah, ich habe da immer Erz gesammelt, bevor die Brücke eingestürzt ist. Ofen, Eisenbarren, Sumpfeisen. Okay, das ist zumindest mal eine nette Angehensweise, Erz aus dem Sumpf zu holen. Ach, guck mal, wir haben uns ein wenig Energie ercheatet, fast. Weil wir ja so viel Kohl gefunden haben. Gut, fertigen. Wähle eine Ressource. Zerbrochenes Schwert und ein Schleifstein. Okay, geht der Schleifstein dadurch flöten? Nee, ist noch da. Hat irgendwie eine. Ah, der hat eine Haltbarkeit da unten. Da, Zustand 91%. Oh, ah, fuck. Okay.
Ah, okay. Ha, ha, ha! Okay, cool. Gibt's hier noch mehr oder waren das... Oh, 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 was habe ich denn hier in der Wildnis gefunden? Schade, sind noch nicht reif. Oh, 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 oh. Bin ich ja... Die kann ich noch nicht sammeln. Okay. Finde ich ja nett, dass so viel Unkraut hier wächst. Die Schleime besiegt. Aufgabe beendet. Gut gemacht. Nimm diesen Schleifstein. Damit kannst du deine kaputten Werkzeuge schleifen und sie sind bald schon so gut wie neu. Du hast eine neue Technologie. Grüner Wackelpudding. Warum? Hä? Aus den Schleimen oder was? Okay. Ja, gut. Darf ich mal deine Toilette benutzen? Ja? Okay, ach verdammt. Ich muss nicht zuhauen. Kann ich denn... Ich brauche 80 Smileys von ihm. Okay, wir haben nur 10. Also ganz ehrlich, mir fehlt hier eindeutig irgendwie ein Questlog. Hm, da, 10. War mal Soldat. Toller Schnurrbart. Also ich habe auch Tagebuch, ja. Und jedes Mal, wenn ich Leute kennenlerne, schreibe ich mir die unnötigsten Sachen auf von den Merkmalen der Leute und so bescheuert, ey. Küchengarten. Okay. Vermute mal, ich muss wieder zum Wirt. Ah, okay. Was zum Teufel? Ja, okay. Nee, geh mal weg. Gut, dass du mit deinem Schwert umgehen kannst. Kretzwold hat mir erzählt, wie du ihm geholfen hast. Wie das denn? Wololo, wololo. Geil. Hab ich ja das Bier umsonst gekauft. Was soll denn die Scheiße? Kannst du mir sagen, wo genau ich bin? Ich muss wirklich nach Hause. Meine Frau macht sich bestimmt Sorgen. Bis zum Tod werden. Okay, es sieht mittelalterlich aus. Vielleicht bin ich ja durch die Zeit gereist. Aber welches Jahr haben wir jetzt? Ja, wie meinst du das? Ein Jahr ist der Zeitraum, in dem sich die Erde einmal um die Sonne bewegt. Ist bescheuert, ey. Oh, du hast also dem Astronomen bei seinem Unsinn zugehört. Ja. Wololo, wololo. Alle wissen doch, dass die Erde... Seit 204 nach der uralten Abmachung. Okay. Und wie ist der Name dieses wunderbaren Königreichs? Das Königreich. Und hier in diesem Dorf ist es überhaupt nicht wunderbar. So, noch andere Fragen? Nee, ich... Nee, lieber nicht. Deine Antworten sind komisch. Wagner. Captain. Und hier haben wir eindeutig Ruffy. Okay. Wagner, ich habe schlechte Laune, verzieh dich, okay. Rama Roma, Rama Roma. Roma. Wo sprechen die alle so komisch? So, der wollte... Hä? Was mit dir, Ezio? Gut, Captain. Arr! So ein Pech, nicht heute. Du
Ist aber auch. Ist, ah! Hier will ich eigentlich gar nicht. Frau Anmut. Hi. Moala? Was willst du? Ich bin Friedhofswärter und wollte dich etwas fragen. Ich verstehe. Weißt du eigentlich, wie oft ich mir so ein Gemurmel anhören muss? Keine Ahnung, ob ich das gerade vorgelesen habe. Ich habe keine Zeit für dich, Kleiner. Komm zurück, wenn du etwas Selbstvertrauen gewonnen hast. Hä? Ich hab. Hä? Wie? Kurzen Moment belästigen, hä? Was hat Frau Anmut dir erzählt? Dass ich verschwinden soll? Ah, immer diese unnahbare. Sie redet nicht mit jedem. Ich bin ja auch nicht jeder, ich bin der Friedhofswärter. Verdammte Scheiße. Und bald Prior der Kirche. Okay. Pff, wie primitiv. Ich bin ein bekannter Poet. In bestimmten kleinen Kreisen. Mein Name ist Wagner. Eines Tages trage ich ihr eines meiner Werke vor und dann werden wir lesen. Aber zunächst muss ich es schreiben und mir das katastrophöserweise Papier und Tinte ausgeben. Kannst du mir wohl ich besorgen. Aber eine neue Technik. Journalist? Du merkst viele kleine Dinge bei anderen Leuten, kombiniere diese und du hast eine Geschichte. Manchmal bekommst du Geschichten von Dialogen. Okay, wo kriege ich dein Zauberzeug her? Vielleicht hast du sowas in deiner Kirche oder du fertigst sie einfach an. Körperliche Arbeit liegt mir nicht, aber ein geschickter Bursche wie du kann das bestimmt problemlos machen. Du könntest auch den alten Astrologen fragen, er ist damals jeden zum Leuchtturm gekommen. Er hat mich versorgt, bevor wir diesen lächerlichen Streit hatten. Ah. Ich sehe es schon. Die Leute sind hier schlimmer als in Stardew Valley. Okay. Er ist alt und verrückt. Ich dagegen habe fast drei Jahre an der Universität studiert. Und es stellt sich heraus, dass er ein verdammter Idiot ist. Kannst du das glauben? Er hat mir erzählt, die Erde sei rund. Oh, was für ein Frevel. Ich mach mich mal nicht unbeliebt. Dieser Astrologe scheint hier die klügste Person zu sein. Vielleicht kann er mir helfen, wieder nach Hause zu kommen. Frage nach dem Leuchtturm. Er steht auf einer Klippe östlich des Dorfes. Er ist schon seit einiger Zeit nicht mehr in Betrieb. Gepriesen sei das tote Pferd, denn es ist noch immer geöffnet. Eines Tages werde ich ein Gedicht darüber verfassen. Vielleicht kommst du auch darin vor. Wehe, wenn nicht. Ja. Oh, was haben wir? Geh weg. Geh weg. Oh, holde Maid. Guten Tag, Frau Kette. Du musst ein neuer Friedhofswärter sein. Das hat man mir zumindest so gesagt, aber woher wusstest du das? Oh, wenn du so lange wie ich lebst, lernst du vermutlich auch, Leute so gut zu lesen. Aber bleib meine guten Manieren. Ich bin Frau Kette. Die Frau von Horadrik. Achso, ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen für dich. Ja. Geh weg. Du bist verheiratet. Ich will nichts von dir wissen. Dich mach ich auch noch klar. Und dich vielleicht auch noch. Guck. Und dich sowieso. Okay. So, Aufträge, die ich jetzt einigermaßen vergessen habe. Ich gehe einfach mal zurück zum guten Gary. Dem sollten wir nämlich einen Krug Bier vorbeibringen.
Zumindest drei. Kann man die kaputt machen? Nö. Nur unnötig Energie verschwendet. Geil gemacht. Was haben wir hier? Hexenhügel. Auf Befehl des Großinquisitors ist dieser Weg bis gesperrt. Okay. Das heißt, in 3 Tagen? Oder. Okay. Was machst du denn hier? Dein Bier holen. Ich war im Dorf. Dieser Ort ist sonderbar. Aber er fühlt sich echt an. Und niemand hat ein Problem damit, dass ich hier einfach so aufgetaucht bin. Saat. Du liest meine Gedanken. Ich erinnere mich daran, dass in deiner Hütte ein Keller ist. Oha. Da sind bestimmt ein paar Vorräte. Geil. Weizen, genau. Ich kann mich erinnern, wie ich Brot daraus gebacken habe und Kuchen. Leckere Bärentörtchen. Toast, Zwiebeltoast. Das passt richtig gut zu Biersaat, weißt du das? Ich brauche jetzt ein Bier. Das fühlt sich langsam an wie eine einseitige Beziehung. Bring mir Bier und ich verrate dir eine Menge wichtigeres Zeug. Und wie du nach Hause kommen kannst. Fragen? Komm ich nach Hause? Das war eine rhetorische Frage. Sehe ich etwa so aus wie eine magische fliegende Schädel, der Antworten hat? Ja. Also genau. Zart, du Klugscheißer. Ich warte bei mir zu Hause auf das Bier. Kein Bier, keine Antworten. Okay. Was mit meinen anderen Fragen? Dö. Geil. Also ich find's gut, dass die Sachen, wenn die auf dem... Auch gar nicht den Baum fällen. Okay. Ich find's gut, dass die Sachen direkt ins Inventar fliegen, anstatt dass man sie irgendwie manuell einsammeln muss. Was ist das? Der Garten. Ein Stück Beschlagnahmen für kommerzielle Anfragen. Bitte mit dem Taverneneigentümer Patrick reden. Okay. Das kann ich dann später kaufen und selber Sachen pflanzen? Okay. Okay, cool. Dann trage ich mal die erste Beute nach Hause. Die Musik ist so gut. Die ist gut, oder? Ja. So, und da ich noch Energie über habe, kann man das Grabstein. Dann habe ich jetzt exhumieren, musst du den Grabstein und die Umrandung entfernen. Ich lasse das mal eben erstmal, weil ich nicht weiß, ob das gut oder schlecht oder was auch immer ist. Ah, ich habe keine Energie mehr. Verdammt. War das mein Haus? Oder eher. Ich glaube, das hier war mein Haus. Was ist das für eine Kiste? Eine Kiste. Ist das meine Verkaufskiste? Zu Stardew Valley. Ich guck mal eben. Kohlsamen. Schmeiß mal einen Pilz rein, wa? Also ich habe 89 davon und außen ist ein Pilz. Ernteabfall.
Schmeiß mal das ganze Essen mal hier in die Kiste. Das Zeug auch. Und das brauche ich erstmal nicht, glaube ich. Ja, das Holz. Gehen wir hier rein. Glaube ich. Passt schon. Jetzt hier nur essen und ja. Kann man machen. Gut, gut. Dann ab ins Bettchen. Puh, das ist ja süß. Okay, gut. Dann mache ich das einfach so. Oh, vielleicht doch nicht. Ich fühle mich so erfrischt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin der neue Friedhofswärter. Hurra, ein Neuankömmling. Wow, ich bin hier schon. Wie lange noch gleich? Ich bin Jorik. Geil. Ich bin so einsam, ich armer, armer Kerl. Wie schade, dass du hier bist. Warte, nein, im Gegenteil, ich freue mich, dich zu sehen. Guten Tag. Aber wir haben hier einen echt unangenehmen Typen neben uns vergraben. Wir hätten lieber einen neuen Nachbarn. Kannst du uns vielleicht damit helfen? Klar. Ich weiß nicht wirklich, warum ich hier bin, Gary. Gary hat mich hierher geschickt. Du bist Jorik. Und er ist Gary. Lustig. Wo ist Jorik und er ist Gary? Lustig. Der halbtote Schädel, dieser neidische Bastard, ha. Er träumt bestimmt von der ewigen Ruhe, die ihm vergönnt ist. Ach, was sage ich da? Hier ist es furchtbar. Vor allem wegen dem Typen in dem Grab da rechts unten. Der ist so gemein. Kannst du ihn nicht loswerden? Grab ihn einfach aus und schmeiß ihn in den Fluss, was? Ich kann dir sogar seine Erlaubnis geben, die ich ihm geklaut habe, als ich noch lebte. Was für eine Erlaubnis? Du bist so ein Dummerchen. Um eine Leiche auszugraben, brauchst du eine Erlaubnis. Der alte Wärter hat sowas immer im Briefkasten bei der Kirche gemacht. Oh, okay. Aha! Was ist das für ein Geräusch? Verdammtes Tor. Ich komme jede Nacht wieder, wenn ich muss. Irgendwann komme ich hindurch. Okay. Sieht so aus, als hätte ich diese Blockade. Sieht so aus, als könnte ich diese Blockade entfernen und den Bogen. Mach den Weg frei. Holzkeile und Holzplanken. Kann ich nicht. Okay. Ah. Was haben wir hier? Voll cool. Rezept einfach und lecker. Okay. Kiste, Nägel und Balken. Okay, kriege ich hier auch Nägel raus oder nur Balken? Ich krieg nicht mal immer Balken raus, okay. Ja, gut. Während ich diesen Müll hier aufräume, sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich lese nicht zu nervig vor. Ist schon eine Weile her, wo ich laut vorgelesen habe, deswegen komme ich immer noch ein wenig ins Stottern, aber verzeiht es mir. Ich lerne dazu, ich werde besser. Und ja, ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen. Macht's gut.